Hallo, heute bin ich hier, um euch ein Tool vorzustellen. Und zwar ein Tool, mit dem ihr Bildschirmfotos und GIFs machen könnt. Und zwar GIFs, das sind so ganz kleine Videos, die ihr drehen könnt. Das geht hier bis zu 9 Sekunden. Und diese Videos spulen sich dann immer wieder ab. Na, und bei Bildschirmfotos, das ist das ähnlich wie dieses Snipping-Tool bei Windows, kann man hier auch für Windows natürlich und für Mac, dann hier Bildschirmfotos ausschneiden. Als erstes macht ihr Folgendes. Ihr geht auf die Seite www.gyatso.com, also so wie man das jetzt hier schreibt, hier oben gyatso.com. Dort ladet ihr euch dann hier diese zwei Tools herunter. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ihr das erste Tool startet. Wenn ihr nun diese zwei Tools installiert habt, dann findet ihr einmal hier das Gyatso und das Gyatso GIF. Das Gyatso hier ist für die Bildschirmfotos und das Gyatso GIF ist für die, ja, für die GIFs. Als allererstes müsstet ihr euch dann bei Gyatso einen Account anlegen. Das ist auch ganz einfach, das ist auch kostenlos. Und dann werden alle GIFs und die Bildschirmfotos automatisch in euren Account gespeichert. Das zeige ich euch jetzt mal kurz. Wir starten jetzt mal das Tool mit den Bildschirmfotos. Und ihr seht schon, hier meine Maus hat sich etwas verändert, ne? Werden wir hier mal ein Bildschirmfoto aufnehmen. Voilà. Und ihr merkt jetzt schon, es hat jetzt kurz geklickt und wird das Bildschirmfoto gespeichert und wird automatisch, ihr seht schon, hier in meinen Gyatso-Account übernommen. Ist jetzt quasi hier drin. Der Vorteil ist von diesem Tool, dass ihr hier auch einen HTML-Code bekommt und einen Direktlink bekommt. Das heißt, ihr könntet theoretisch dann mit anderen dieses Foto dann auch teilen, indem ihr praktisch den Link in einer Message dann verschickt. Das wäre halt möglich. Das ist das Schöne daran, an diesem Tool, dass man das natürlich da ganz schnell verschicken kann. Als zweites zeige ich euch jetzt mal das Gyatso GIF-Tool. Dazu gehe ich nochmal auf meinen Blog und nehme mal eine kurze GIF auf. Ich habe mal diesen Blogartikel hier ausgewählt. Der ist ziemlich neu und frisch. Und ich möchte ganz einfach hier aus diesem Blogartikel eine ganz kurze GIF machen. Also einfach eine kleine Sequenz, die sich hier bewegt und dreht und die sich dann immer wieder wiederholt. Und das kann ich ja dann theoretisch dann auch in Social Media verteilen. So, ich starte jetzt mal mein Gyatso GIF-Programm. Und jetzt müsste sich dann gleich auch dieses Tool öffnen. Ja, und wir sehen auch hier, es ist wieder dieses Fadenkreuz. Und wenn ich das Kreuz dann bewege und das hier einrahme, und ich lasse es jetzt los, dann geht quasi meine GIF los. Dann habe ich genau 9 Sekunden Zeit, bevor ja das kleine GIF-Programm zu Ende ist. Also, los geht's. Okay, und ihr seht jetzt schon, er speichert sich hier ab. Ihr seht, dass es hier so läuft und sich dann hier abspeichert. Und jetzt wäre ich wieder automatisch in mein Gyatso-Programm zurückgeführt. Und ihr seht schon, das ist das, was ich eben als kleine GIF gemacht habe. Wie gesagt, der Vorteil ist, dass das dann immer wieder neu anfängt. Und ich kann ja auch mit anderen Sachen diese kleinen, ja, GIF-Programme dann machen, ne? Das ist ja jetzt nur ein Beispiel gewesen. Hier oben habe ich wieder die Möglichkeit, mein
kleines GIF-Programm hier zu downloaden als GIF oder als sogar als MP4. Hier kann ich wieder den HTML-Code runterladen und hier den Direktlink. Also das ist doch wirklich ziemlich praktisch. Also ich will das ja jetzt dann mal als GIF runterladen. Ja. Also drücke ich natürlich dann hier auf GIF. Und ich zeige euch auch nochmal, wie ihr in euren Account hier reinkommt. Also ihr geht hier oben auf das kleine Zeichen. Und dann habt ihr hier eure ganzen GIFs drin, die sich hier dann so automatisch abspeichern. Na, das ist jetzt hier alles, wie gesagt, kostenlos. Und man kann das hier kostenlos nutzen. Gibt ja hier auch eine Pro-Version. Ich kann hier praktisch auf 10 Aufnahmen zugreifen. Das reicht mir ja dann erstmal, wenn ich hier 10 Stück habe. Ja, und das wollte ich euch heute mal zeigen. Und das könnt ihr dann ganz einfach mal nachmachen. Danke und ciao, ciao.